Jeder unserer Schritte wird überwacht. Zumindest online. Der große Bruder ist real geworden. NSA und Co. kontrollieren das Internet. Mit ein paar Tipps und Tricks kann man aber ein bisschen Privatsphäre zurückgewinnen. Ein sicheres System ist das A und O. Wichtig ist dafür, dass alle Komponenten aktuell sind. Am besten schalten Sie die automatischen Sicherheitsupdates ein. Manche Nutzer haben die Befürchtung, dass Microsoft die Update-Funktion nutzt, um seinerseits die Lizenzen und andere Daten auszuspähen. Doch hier geben Sicherheitsexperten Entwarnung. Also die Sorge, dass der Update-Mechanismus zum Spionieren benutzt wird, ist relativ unbegründet. Da haben eine ganze Reihe von Leuten schon genauer reingeschaut und bis jetzt keine konkreten Hinweise gefunden, dass das tatsächlich so missbraucht wird. Um auch die installierten Programme auf dem neuesten Stand zu halten, gibt es eine praktische Software. Secunia PSI liefert den Update-Status aller Programme auf einen Blick. Für Privatkunden ist sie kostenlos. Wer sensible Daten auf USB-Sticks, tragbaren Festplatten oder auf Online-Speichern wie Dropbox speichern möchte, sollte sie verschlüsseln. Das Programm TrueCrypt erlaubt genau das. Es ist kostenlos, recht leicht zu bedienen und liefert einen enorm hohen Schutz. Grundsätzlich ist Verschlüsseln eine gute Idee. Es macht auf jeden Fall den Zugriff schwerer für Leute, die unberechtigt an die Daten ran wollen. In vielen Fällen sogar unmöglich. Bei TrueCrypt ist man schon relativ gut auf der sicheren Seite, denn das ist ein Open-Source-Programm. Da muss man nicht unbedingt befürchten, dass die NSA direkt die Finger drin hat. Allerdings hat auch TrueCrypt also so ein paar dunkle Punkte in seiner Geschichte. So ist zum Beispiel nicht so ganz klar, wer das jetzt eigentlich macht. Aber ja, so ganz perfekt kriegt man es einfach nicht hin. Und TrueCrypt ist also für die Verschlüsselung von Daten eigentlich schon eine ganz gute Wahl. Google liefert nicht nur viele Daten, sondern sammelt sie auch fleißig. Auch von seinen Nutzern. Und da Google neben der Suchmaschine auch einen Kartendienst, einen E-Mail-Dienst, einen Kalender, ein Adressbuch und noch mehr anbietet, kommt eine beachtliche Datensammlung zusammen. Der Google-Konzern beobachtet uns im Netz also sehr genau. Alternative Suchmaschinen wie X-Quick liefern sehr gute Suchergebnisse und garantieren dennoch die Privatsphäre. E-Mails sind praktisch, aber leider so unsicher wie eine Postkarte. Der Inhalt wird recht offen durchs Netz transportiert und jeder, der sich Mühe gibt, kann mitlesen. Um das zu verhindern, muss man seine Mails verschlüsseln. Das derzeit beste System dafür nennt sich PGP, ein Akronym für Pretty Good Privacy. Es erlaubt eine geschützte Kommunikation, hat aber leider auch Schwächen. Die Verschlüsselung von PGP ist tatsächlich exzellent. Da kann man davon ausgehen, dass sich selbst die NSA die Zähne dran ausbeißt. Der Nachteil von PGP ist, dass die NSA auch weiterhin sieht, mit wem sie E-Mails austauschen. Das heißt, sie können nach wie vor analysieren, wer wann mit wem kommuniziert. Und der zweite Nachteil ist, es ist nicht ganz trivial. Es ist ein gewisser Aufwand verbunden damit. Sie müssen Programme installieren, Ihr Gegenüber muss das Programm installieren, Sie müssen Schlüssel austauschen. Da wäre es schön, wenn das noch etwas einfacher würde. Wer im Internet nach Informationen zu den Themen Privatsphäre im Netz und anonymes Surfen sucht, stößt früher oder später auf Tor. Ein System, das den Internetverkehr über verschiedene Server lenkt und damit die Spuren verwischt. Doch leider ist Tor nicht ohne Risiko. Tor ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Es ist ein sehr wertvolles Instrument für Leute, bei denen es tatsächlich sehr wichtig ist, dass die Informationen, die sie übermitteln wollen oder die sie einholen wollen, tatsächlich nicht zu ihnen zurückverfolgbar sind. Wenn also wirklich ihr Leben daran hängt oder ihr Job oder sowas. Für den Alltagsgebrauch ist es eher untauglich, denn sie begeben sich da sozusagen auf vermintes Gebiet. Das heißt, die Gefahr, dass sie dort konkret überwacht werden, dass sie sogar angegriffen werden, konkret, ist sehr hoch. Und das wollen sie nicht wirklich, wenn sie gerade mal nur ein bisschen surfen wollen. Und so bleibt trotz aller guten Ratschläge die Erkenntnis, wirklich geheime Dinge bespricht man am besten unter vier Augen.